Hallo und herzlich willkommen, hier ist Herbert und das ist letztes Gabelstapler 2014. Ja, wir haben die fünfte und wirklich die letzte Folge erreicht. Leider muss ich euch sagen, wenn wir jetzt mal aufs Spiel starten gehen, habe ich jede Zeit genutzt, die ich nur irgendwie konnte. Ich bin ja auch berufstätig, deswegen kann ich leider nicht jeden Tag und nicht so oft spielen, wie ich gerne möchte. Und sorry Leute, aber ich kann euch den letzten nicht zeigen. Ich habe es so oft versucht, aber jedes Mal, wenn ich irgendwie nah an diesem Ziel war, ist mir die letzte Palette so oft umgefallen, dass ich keine Zeit mehr hatte, um mir eine neue zu holen oder sonst irgendwas. Ich bin genauso gefahren wie sonst auch immer. Ich habe es... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, warum. Vielleicht habe ich mich auch einfach zu doof angestellt oder man ist nervös. Ah ja, gleich geschafft. Aber ich sag mal so... Wenn ein Stapler gerade ausfährt und ich gehe mal hier wieder zurück und dabei die Palette verliert, das ist schon irgendwie seltsam. Also das kann passieren, vielleicht wenn die Palette defekt ist, aber die Palette sieht da super aus. Ja, auf jeden Fall, was haben wir alles erlebt? Ich gehe mal zurück zum Anfang. Wir haben ganz am Anfang gespielt Warenhaus, Großhandel, Warenhaus, Elektro, Niederhofware, haben wir souverän geschafft, super klasse geschafft, war auch wirklich von der Location her fand ich es am besten, also was sie da hingestellt haben mit dem Warenhaus, echt super, hat mir sehr gut gefallen, fand ich auch. Ich fand es jetzt auch, ja, ansprechend, also es war jetzt nicht so, wow, geil, ne, aber es war schon mit eins der besten, muss ich sagen. Danach sind wir Hochregallager einer Spedition mit dem Elektro-Dreirad-Stapler gefahren. Das fand ich cool, allein schon deswegen, weil ich auch in echt so ein Ding beruflich fahre. Es hat also dementsprechend wirklich Spaß gemacht und man hat schon, ja, ich konnte schon, es war schon echt, war alles dabei, auch wie der Stapler sich angehört hat und so. Und auch so die ganze Bewegung und allem drum und dran war super, war echt klasse. Also das war schon, hat schon richtig Spaß gemacht und echt klasse und sowas. Ja gut, Produktionsstätte eines Betriebs, Elektro-Vierradstapler. Ja, ist eigentlich wieder Dreiradstapler, hat nur ein Rad halt mehr. Und ja, ich fand es jetzt von allen Stellen, wo wir waren, am langweiligsten. Also es ist auch im echten Leben so, gebe ich auch zu. Es gibt nochmal Produktionen, wo du einfach nur lange Strecken fährst. Da bist du wirklich draußen irgendwo und schnappst dir die Palette und musst sie bis zum anderen Ende der Halle hinbringen und so. Das ist im echten Leben auch so. Ich finde es für eine Simulation, kann man sagen, ja, gehört dazu. Dann hätten sie es aber einbringen sollen, dass man vielleicht dann doch nicht durch die Menschen fahren kann, was ja aber eigentlich auch richtig ist, weil ihr wisst ja, ne, sobald man den Schlüssel reingesteckt hat und der Rechner hochfährt von dieser Minicomputer, der da drin ist und so, der das alles hochfährt, das System, ne, sorgt dafür, dass man ja in diese Zwischendimension landet und da kann man kein lebendiges Lebewesen betreffen, das geht nicht. Alles, was lebendig ist, kann man nicht mehr treffen. Das ist auch wirklich in realen Leben so. Hier hätte es man vielleicht ein bisschen ändern können, dass man sagen könnte, oh, ein kleiner Defekt, aber nee, dann wäre diese Mission vielleicht hier auch ein bisschen besser gewesen, aber man wurde ja belohnt mit der Baustelle, ne? Großbaustelle, Dieselstapler. Hammergeiles Ding, wenn man den Stapler angefangen hat zu starten und so, man hat wirklich gehört, wie der Motor gezündet ist, wie man seit kämpft von dem Diesel oder vom Motor, sag ich jetzt mal so, hat mega Power, besonders wenn man auf Kameraperspektive 1 ist, super klasse, muss ich sagen, hat wirklich alles übertroffen, fand ich. Was ich ein bisschen schade finde, ist einfach, ich weiß nicht, woran es liegt, aber diese Paletten, ne? Man kann mit Karacho runterfahren, da passiert nichts. Wenn man es vorsichtig macht, fallen die Paletten runter. Fährt man richtig, nimmt man die Palette nochmal auf und so, weil sie irgendwie schief ist und man nimmt sie dann doch nochmal gerade. Denkt das Spiel wahrscheinlich immer noch so, ja, nee, die ist nicht gerade. Die ist schräg, deswegen fällt sie mal runter, obwohl der Baum angewinkelt ist. Ja, also ich weiß auch nicht, also... Seitdem ich Stapler fahre, ist mir sowas noch nie passiert. Es sei denn, ich nehme die Kurven extrem eng. Dann kann schon mal eine Palette einfach so umkippen. Aber
Während der Fahrt ist mir eigentlich noch nie eine Palette einfach so abgedriftet. Mal das Produkt, aber das liegt auch daran, weil wir sehr glatte Produkte haben, die nicht gerade in einer Schutzfolie sind oder sonst irgendwas. Ja, deswegen kann ich euch leider nicht das Hafengelände euch zeigen mit diesem Hammerstapler. Ich weiß gar nicht, ob das ein Diesel, vielleicht ist es auch ein gasbetriebenes. Es gibt ja auch gasbetriebene Stapler. Keine Ahnung, ob das so, wie das da so aussieht und ist das jetzt eine normale Gabel oder ist das eine mit vier Zinken? Weil es gibt ja auch welche mit vier Zinken, es gibt ja auch Stapler, die, ich sag jetzt mal so Getränkemärkte, so ein riesen Getränkefachding halt ist, dann fällt man dann dahin zu dem Lager. Die können dann die Gabel so weit ausbreiten, dass die mehrere Paletten gleichzeitig hochheben können und quasi in kürzester Zeit so ein LKW B oder entladen können. Gibt es ein paar Dokus darüber. Ist auch sehr interessant, muss ich sagen. Das hat echt Spaß gemacht. Leider kann ich euch das nicht zeigen. Ich möchte aber allerdings euch wenigstens etwas zeigen. Deswegen habe ich mir gedacht, wir gehen nochmal auf die Baustelle drauf, weil es hat mir am meisten Spaß gemacht. Und darum habe ich mir gedacht, so, machst du mal die Baustelle, guckst, fährst ein bisschen. Ich habe ja gesagt, ungefähr 15 Minuten werden die lang. Ich habe diesmal die Zeit allerdings laufen lassen von Anfang an. Das heißt also, ja, ich werde es nochmal so 10 Minuten, vielleicht packe ich doch nochmal 15 Minuten drauf, um zu gucken. Auf jeden Fall werde ich mal versuchen, ja, wer weiß, ne? Vielleicht schaffen wir doch die Aufgabe 3. Na egal, werden wir sehen. So, Spiel wird geladen. Yeah. Oh, das ging aber schnell. So, hier, wie gesagt, Aufgabe 1. Es stehen auf dem Lagerplatz Paletten, welche die Baustelle hineingebracht werden müssen. Fahren Sie die jeweiligen Paletten innerhalb der vorgegebenen Zeit zu den Stellplätzen in der Baustelle. Versuchen Sie, die Güter während der Fahrt nicht zu beschädigen, ansonsten werden Ihnen Punkte abgezogen. Viel Erfolg. Dankeschön. Ja. Und Motor starten. Yeah, Diesel Power. Also, wie gesagt, mir macht der am meisten Spaß. Ich finde das einfach nur klasse. Man merkt schon ein bisschen die Power hinter diesem Gerät. So, was auch super gemacht worden ist, dass man wirklich auch die Pfeiltasten nutzen kann. Ja, vorsichtig rein. Also mit Bild auf und Bild ab ist das bei mir. Da kann ich die, ne, mit Bild ab ziehe ich die Palette leicht angewinkelt zu mir hin und mit Bild auf kann ich die Palette wieder niederlassen. So, mit den Pfeiltasten rauf und runter kann ich, das haben sie auch super gemacht, und den Gabelbaum hoch und runter machen, und mit den Pfeiltasten links und rechts kann ich den Kabelbaum nach links und rechts bewegen, was auch so der sogenannte Seitenhub ist. Das haben sie super gemacht. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, ja, dieses Spiel kennt, glaube ich, nur schnell oder langsam oder gar nicht fahren, besser gesagt, dass es so langsam ist, dass man schon steht. Das finde ich ein bisschen schade. Da hätte man vielleicht doch ein Gamepad integrieren können. Dann kann man mit den Sticks zum Beispiel langsamer Gas geben. Und währenddessen man dann halt mit links 1 und rechts 1 dann quasi den Gabelbaum neigen kann. Vorwärts und also zu einem und von einem weg. Das wäre noch was. Also, was ihr jetzt seht, die Palette bewegt sich ja jetzt. Das finde ich okay, weil ich bin, habe vorhin aufgesetzt mit der Palette. Dass jetzt die Palette nicht richtig ist, ist alles okay. Puh. Ne, wenn ich, eigentlich dürfte die Palette, ne, sie steht aber trotzdem nicht super. Und wieder zurück. Aber ich finde es okay. Kann ich mit leben, ist auch richtig so, ne? Wahrscheinlich im echten Leben wäre sie komplett weggedüst. Noch was, Autos kann man übrigens nicht hochheben, habe ich mal probiert, als ich mal wieder eine Palette verloren habe. So, jetzt müsste theoretisch gesehen diese Palette mir eigentlich kurz vorm Ziel runterfallen. Weil sie das immer tun. Theoretisch gesehen. Aber ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Na, na, na. So. Wie gesagt, dass sie sich jetzt bewegt, finde ich okay. Ich habe mit dieser Palette ja auch aufgesetzt. Und so, von daher finde ich das vollkommen okay. Jetzt fahren wir mal wieder nach rechts. Rechts, rechts. Kleiner Trick. Manchmal funktioniert's. Einfach mal gegenfahren. Am besten gegen die Wand und nicht so wie ich jetzt hier. Bleib stehen. So, dann funktioniert. Ist es der wahr? So, wie gesagt, also mit WASD, okay.
Man hätte da vielleicht dann doch sagen können, hey, wir geben dann doch mit einem Gamepad. Also ich glaube, dann wäre es ein bisschen besser. Nicht vielleicht einfach, aber auf jeden Fall das Feeling wäre echter. So. Dann fahren wir mal wieder. Ich fahre jetzt noch einmal hier zweimal rechts um die Kurve, genau. Ich finde das witzig. Ich sehe immer jetzt ist die Helme und dann später halt kommen die Menschen. Ansonsten ist es schon sehr realistisch, bevor ich jetzt hier wieder Faden verliere, was ich sehr, sehr gerne tue. Auch das hier durch Menschen durch ist voll realistisch. Das ist klasse, weil ne, sobald ich ja den Schlüssel umstecke, wisst ihr ja, kommen wir in diese Zwischendimension. Und dann können wir nichts Lebendiges mehr treffen. Alles andere, was halt nicht lebendig ist, also alles, was lebendig ist, treffen wir nicht mehr. Und alles, was nicht lebendig ist, so ist richtig, können wir dann nicht gegenfahren. Ne? Das heißt, so eine Wand ne, ist ja nicht lebendig, ne? Das ist ja Stein. Ne? Und hat vielleicht auch Gefühle, keine Ahnung, aber auf jeden Fall können wir da nicht durchfahren. Durch Paletten können wir nicht durchfahren. Wir können nur durch lebendige Menschen fahren oder anderes. Tiere zum Beispiel würde auch noch gehen. Alles, was lebendig ist. Ist es tot, geht es nicht. Wegen Zwischendimension. Finde ich super, dass sie es mit eingebaut haben. So, hier ist die super Rampe. Wir gehen nochmal zurück. Ich finde es immer noch... Boah, es ist einfach geil. Es macht einfach Spaß. Ja, jetzt fahren wir hier hoch. Und wahrscheinlich bleibe ich stecken durch die Gabel zu niedrig. Nein, habe ich nicht. Ja, so, wieder zurück. Also, ich finde es klasse. Es macht schon Spaß. Ja, okay. Also mit der Maus die Kamera bewegt. Es ist schon irgendwie... Naja, okay. Was ich auch klasse finde ist... Dass wenn man jetzt mal hier den Gabelbaum rauf und runter macht, man sieht wirklich, dass es funktioniert. Das finde ich schon echt klasse. Ne? Dass auch hier die kleinen Hebel sich bewegen. Das ist super. Ich gehe mal wieder zurück, weil wir müssen ja die nächste Palette uns schnappen. Das ist super. Das ist wirklich klasse gemacht, dass sie das eingebaut haben. Ich finde es auch klasse, dass das Lenkrad zu sehen ist, wie es sich bewegt. Macht echt Fun. So, nicht dagegen fahren, nicht dagegen fahren. Und mal wieder nach vorne. Und hoffen, dass wir sie jetzt nehmen können. Ein bisschen konzentrieren will ich mich auch. So. Oh, ich habe wieder so gesagt. Hm. Na egal. Hoch. Hoch mit dir. Ja. Ja, super. Sauber. Dann wollen wir mal. So. Rum, rum, rum. Also, ich würde jetzt wirklich vorsichtig fahren. Ich würde wahrscheinlich... die Schnecke reinbauen. Wahrscheinlich gibt es auch Schnecke, aber ich habe es nicht gefunden. Nee, Schnecke gibt es nicht. Ich hätte gerne... Ja, so ein Schneckentempo wäre schon klasse, weil dann könnte man wirklich sagen, okay, ich fahre jetzt mal langsamer, weil diese Palette einfach sich viel zu sehr bewegt. Das ist einfach so. Und deswegen verliere ich sie dann dadurch. Weil hier würde ich wahrscheinlich auch eher rückwärts fahren als vorwärts. Aber das habt ihr ja gesehen im Video. Es klappte nicht. Als ich dann später so runtergefahren bin, voilà, kein Problem. Olé. Oh. Einmal zu niedrig. So. Deswegen, also, ja. Wir fahren mal noch ein Stückchen auf jeden Fall, weil wie gesagt, ich finde das einfach nur klasse. Auch hier, wo rein, voll die Dieselpower. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich hier viel, 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 viel schneller fahre, als wenn ich hier rüber gucke. Aber ich denke mal, das ist einfach nur eine optische Täuschung. Ja, und wie gesagt, im Großen und Ganzen ist das Spiel halt, ne, die ganze Zeit immer nur von A nach B zu fahren. Und ich habe echt geflucht, weil das nicht so wollte, wie ich wollte. Jedes Mal wollte ich dann weitermachen und weitermachen und weitermachen. Und entweder habe ich die Paletten so verloren, obwohl ich nur geradeaus gefahren bin und ach, keine Ahnung. Ich habe geguckt und so... Wo kann das denn noch liegen? Was könnte ich denn noch machen und sowas? Ja. Ich habe auch schon gar nicht mehr drauf geachtet, ob es so richtig gerade ist oder sonst irgendwas. Ist grün, lasse ich ab und gut ist und runter mit dem Ding. So. Rückwärts raus. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben Aufgabe erfolgreich Sie haben die Aufgabe erfolgreich abgeschlossen. Punkte. Aha. Okay. Also bei den letzten Malen musste ich immer drei Paletten fahren.
Und jetzt auf einmal nur noch zwei? Okay. Ich versuche mal weiterzufahren. Wäre ein Witz, wenn wir genau bei der letzten Folge dann das doch noch schaffen, ne? Ich meine, warum eigentlich auch nicht, ne? Fahren wir doch nochmal eine Runde. Wie gesagt, und wenn wir es nicht schaffen, ja gut, okay. Ich versuche es einfach mal nochmal zu... Ich versuche es nochmal zu versuchen. Ne, ist klar. Oh. Ja, ich versuche es einfach nochmal. Vielleicht klappt es ja doch diesmal, ne? Weil jetzt das Spiel sich denkt, ach man, der macht die letzte Folge und kann leider nicht den letzten Stapler präsentieren. Das ist aber traurig. Komm, ich gebe ihm mal eine Chance. Ja. Und außerdem, dann wird die Folge nicht ganz so kurz. So, und dann fahren wir mal jetzt. Wie gesagt, ich habe immer noch das Gefühl, hier ist schneller, als wenn ich jetzt die Außenkameras machen würde. Ich weiß nicht. Ich finde das immer noch schneller. Vielleicht ist es eine zehnte Sekunde schneller. Also ich würde ja... Also ich würde das schon feiern, wenn wir das jetzt schaffen würden. Das wäre schon nicht schlecht. Ansonsten, wie gesagt, wenn wir es jetzt nicht schaffen, seid mir nicht böse, aber ich werde dann auf jeden Fall das Test abbrechen, weil ich habe da noch was in der Schublade liegen, was ich gerne machen möchte. Was ich auch erstmal so für mich erstmal antesten werde. Um herauszufinden, mache ich daraus wieder ein Let's Test. Oder mache ich daraus ein Let's Play? Ja. Und ich habe dann noch ein anderes Spiel, das mir auch schon die ganze Zeit so mich anlächelt, wo ich gesagt habe, ja, okay, da mache ich mal ein Let's Play mit dem. So, wenn jetzt die Kanister kommen, sind wir am Arsch. Kanister kippen mir fast immer um. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht ist das Spiel ja gnädig zu uns. Vielleicht haben wir wirklich Glück, dass dieses Spiel gnädig mit uns ist. So. Ach, ich mag ja diese Baustelle. Ich fahre ja echt gerne rum, muss ich sagen. Ich finde, es ist auch so die schönste. Die schönste Map von allen, wenn man das mal so sagen. Ja. Runter. Ist noch was runter? Nein. Na. Hoch. Vorsichtig. Ja, man muss sich... Hoch mit dir. Na los. Oh Gott. Also, ein bisschen mit dem Tastenspiel. Dann kann man ein bisschen langsamer fahren, aber irgendwie bringt tut es auch nichts. So. Und ich weiß, ich sollte nicht so oft so sagen. Aber ich mach's trotzdem. Dann die Rampe runter. Das werden jetzt auf jeden Fall drei Paletten sein. Es kommt mir so ein bisschen vor, wie als wir das letzte Mal zusammen gespielt haben, das hier. Ne? Erst zwei, dann drei. Ne, irgendwie, ne? Und in der dritten Aufgabe hatte ich sie ja dann hier vorne geradeaus jetzt nur noch hier, ne? Das war ja dann die dritte Aufgabe. Und da sind wir dann gescheitert, als wir dann die Kanister hatten. Ein bisschen random ist es auf jeden Fall. Jedes Mal, wenn ich halt das angefangen habe, wieder zu spielen, diese Baustelle, musste ich immer was anderes machen. Deswegen habe ich mich jetzt gerade gewundert, warum ich nur... Es waren noch zwei Paletten, oder bin ich doof? Konnte ich nicht zählen? Na egal, also es kommt, waren noch zwei Paletten. Ja, es waren zwei Paletten, die ich noch wegbringen musste. Die letzten paar Male, ne, bis zu dieser Aufnahme, waren es immer drei Paletten gleich zu Anfang. Dachte ich mir, ja gut, okay, ob wir jetzt am Anfang zwei oder drei Paletten sind. Was soll's, ne? Aber ich fand das schon merkwürdig irgendwie, dass es dann da dachte ich zum ersten Mal so, das Spiel will mich natzen. Das mag mich nicht. So, ja, ich weiß wie ein so. Ich glaube, das kriege ich nie raus. Naja, okay. Ums Kurve. Oh, 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 oh.
Ich glaube, das wird nichts. Ja, da ist es. Das ist das, was ich meinte. Das ist das, was ich meinte. Mist. Nee. Egal, also wir versuchen es trotzdem nochmal, weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit im Petto. Ach, jetzt komm. Gib Gas. Zum Glück gibt es ja auch hier bei Paletten wie im echten Leben, wenn die umkippen, explodieren die Zwischendimensionen ab, wieder da hinten, tauchen wieder auf. Warum das ausgerechnet so ist, kann ich euch auch nicht erklären. Ist das wirklich so, die landen wieder da, wo sie vorher standen. Ne? Ich kann es mir echt nicht, vielleicht weil sie einfach in diesem Stream so dabei sind, hier diesen zwischendimensionalen Stream, was weiß ich, wie wir das jetzt nennen, oder so Wurmloch-mäßig, ne, und werden dann quasi wieder zurück katapultiert. Für mich sieht es dann halt mal aus wie so eine Explosion, wie ihr es jetzt auch gerade gesehen habt. Das sieht wie so eine Explosion aus. Dabei ist das wahrscheinlich so schnell, dass das mehr so wie ein Puff, Ping, und dann taucht sie wieder auf. Ja, Leute, also irgendwie, also wie gesagt, das ist mir andauernd passiert. Du fährst, du versuchst es und so. Sieht gut aus, die Palette sieht sicher aus und dann plötzlich auf einmal fängt es an zu wackeln, schiebt sich nach vorne und kippt um. Ich habe es auch schon versucht, gegen die Wand zu fahren. Das hat am Anfang auch funktioniert. Aber das funktioniert nur in einer Aufgabe. Wenn ich das dann in der nächsten Aufgabe machen würde, dann funktioniert das wiederum nicht. Dann springt komischerweise diese Palette links. Ich weiß nicht, also ein Fehler ist das bestimmt nicht. Und ich denke mal nicht, dass hier irgendwie eine großartige KI eingebaut worden ist. Oh, Entschuldigung, da musste ich mal gerade eben gähnen. Und weiter. Und oh, komm schon, quäl dich langsam. Los. Hey, so wie bei Knight Rider, so ein Turbo Boost drüber bringen? Knight Rider, was ist ein Knight Rider? Na, hier diese alte Serie mit David Hasselhoff, hier der Sänger da. In Anführungsstrichen. Weiß gar nicht, ob. Kennt ihr eigentlich Knight Rider? Also, ich denke mal, die ältere Fraktion, die kennt bestimmt Knight Rider. Ne, da seid ihr mit groß geworden, ne? So, jetzt gucke ich mir erstmal den Stapler an. So. Also, achtet mal auf die Hebel. Ne? Ich mache jetzt erstmal gerade. Oh. Ne, nicht rauf. Runter. Ne? Die Hebel machen alles schön mit. So. Okay, gut. Ab. Wo ist die Palette? Da ist die Palette. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es zu hoch ist. Deswegen mache ich noch weiter runter. Am Winkeln. Und hoch. So. Dann fahren wir mal wieder hin und mal schauen. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch, diese Aufgabe zu knacken. Oh, wir sind schon gut 23 Minuten dabei, plus minus 1-2 Minütchen. Weil ich auch nicht geschaut habe, ob ich den Timer gesetzt habe. Den Timer, die Uhr. Meine Uhr, mein Zeit, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich komme jetzt nicht drauf. Weil ich nicht weiß, ob ich richtig gesetzt habe zur Aufnahme anfangen oder nicht. So. Jetzt fahre ich hier um eine Ecke und dann schaue ich mir mal nochmal die Palette an. Schön mit dem Lichteffekt hier. Vielleicht nicht der beste, aber was will man erwarten? So, Nummer 3. Nee, andersrum. So, die Palette ist richtig drauf. Das sieht mir jetzt leider nicht so wirklich. Deswegen frage ich mich echt, wann das... Vielleicht höher? Also, ich finde, das sieht ja super, eigentlich gut aus. Oh,
Boah, ist das grausam. Ich will immer mit der Maus lenken, aber ich zwing mich dazu. Hat das was mit den Kameras? Ich meine, das was mit den Kameras jetzt zu tun hätte, das wäre dann witzig. So, wie ihr seht, habe ich die Palette verloren. Nach vorne hin, obwohl ich angewinkelt bin. Das heißt, ich versuche jetzt mal was, was nicht klappen wird. Ich versuche jetzt mal dagegen zu. Nein, 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 nein. So. Jetzt verliere ich sie. Ja, nee, 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 nee. Jetzt nochmal runter. Ich würde jetzt lachen, wenn sie jetzt explodiert wäre. So. Also so ein Trick kann man anwenden. In echt macht man das noch ein bisschen sanfter. Weil man will ja nicht, dass sie... So. Also ich merke jetzt schon, dass ich die Palette wieder verliere. Die geht mir jetzt weg. Die geht jetzt flöten. Die geht jetzt flöten. Die geht jetzt flöten. Puff. Das dürfte keinen sagen, dass ich so fahre. So, runter. Raus. Die letzte Palette. Oh, drück die Daumen, drück die Daumen, drück die Daumen. Vielleicht schaffen wir es ja noch in die nächste Aufgabe. Ich habe immer noch das Gefühl, dass das schneller ist. Na, wenn das wirklich jetzt die letzte Folge ist, ne? Da ist noch ein bisschen hier Fieber noch dabei. So, hey, ja, komm schon, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Ne? Wenn nicht, ihr seht, ich habe mein Bestes gegeben und mein Schlechtes auch noch dazu. Es hat aber nicht gereicht dann, ne, wenn es nicht geklappt hat, aber... Was soll's? Wie gesagt, das ist ein Let's Test und Let's Test versuche meinen Let's Test so viel wie möglich zu zeigen, aber irgendwann sage ich dann auch schon mal, nee. So, jetzt ist Schluss mit dem Test. Mehr mache ich nicht. Ne? Vielleicht mache ich auch wirklich, wie gesagt, bei meinem bin ich immer noch nicht sicher, ob ich einen Let's Test oder einen Let's Play rausmache. Das wird sich dann zeigen, wie ich das Spiel empfinde. Dann habe ich aber immer noch ein anderes Spielchen. Ach, da habe ich wieder ein Gehnerchen gehabt. Meine Fresse, was bin ich müde? Da haben wir gar nicht so spät. Aber wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja. Von den Minuten her könnte das sogar funktionieren. Das Einzige, was uns jetzt passieren darf, ist die Kanister. Irgendwie... ich kann es dann nicht so gerne. In echt auch nicht so, weil wenn die nicht richtig eingeschweißt oder sonst irgendwas da ist, dann das hat einfach ein eigenes Eigenleben durch die Flüssigkeiten, die da drin sind. Das ist einfach ein eigenes Eigenleben. Das ist einfach so. Alles, was flüssig ist, lebt. So, wo ist die Palette? Ich will den Stapler nochmal an. Eigentlich richtig. Vorne. Runter. So, wo ist sie? Okay, es sind Kabel. Es ist Kabel. Das heißt aber nichts. Das kann dann trotzdem bedeuten, dass ich es nicht schaffe. Aber man soll ja mal positiv denken. Also wir denken jetzt mal zusammen positiv. Positiv denken.
Ja, knappe 4 Minuten. 3 Minuten und 50. Jetzt werde ich auch gleich ruhiger, ne? Weil, ne? Einmal durch. Jawohl, geschafft. So. Aufgabe Nummer 3. Ich hoffe, Aufgabe 2, Entschuldigung. Das wäre schön, wenn Aufgabe 3 das wäre. Also so langsam, also ich muss sagen, der Ehrgeiz packt mich jetzt schon. Also wenn wir das wirklich schaffen, das wäre super, ne? Also dann hoffe ich, dass wir in der dritten Aufgabe auch erfolgreich sind. Dann wird diese Folge wahrscheinlich nicht zu sehen sein, sondern dann wird wirklich die Folge 5. Dann mit dem letzten Stapler sein, aber ja, nur wenn die mir jetzt hier runterfällt, dann ist das wirklich definitiv die letzte Folge. Oh ja, ich merke schon, sie haut mir wieder ab. Ja, sie haut ab, sie haut ab, sie haut ab. Sie haut ab. Halleluja. Runter, 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 runter. Nee. Ach, jetzt ist nicht wahr, ne? Geh rein, du Ding. Da gibt man nur ein bisschen Gas, ne? Und schon haut das Ding einen um. Warum haut mir diese Palette jetzt andauernd ab? Das kann doch nicht. Ist doch nicht wahr. Ach nö. Was ist denn. So. Runter. Seht ihr das? Das ist doch irgendwie ist das komisch. So. Ach, jetzt ist eine, ja, super, das schaffen wir nicht mehr in der Zeit. Mist. Ja, Leute, tut mir leid, das ist wirklich jetzt kurz vorm Ziel doch gescheitert. Na, super toll. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ich fall. Nee, die haut mir jetzt dauerhaft. Entweder ist die Palette im A. Nee, tut mir leid. Jetzt habe ich sie so wie Dings. Boah. Wie gesagt, das ist das, was mir jedes Mal passiert ist. Ich habe alles irgendwie versucht, so wie vorhin auch. Gut, okay, vielleicht hätte ich nicht gegen den Kübel, sondern gegen die gerade Wand. Das hätte ich vielleicht eher machen können. Aber die Paletten rutschen von der Gabel runter, obwohl sie nach oben geneigt ist, also zu einem geneigt ist. Was eigentlich dafür sorgen soll, dass das nicht passiert. Finde ich ein bisschen schade. Ja gut, okay, ist jetzt dadurch die letzte Folge nicht mit dem letzten Stapler gefallen. Gut. Ja gut, ich sag mal so, vielleicht habe ich mich ja wirklich einfach ein bisschen dumm angestellt. Aber ich glaube schon, dass ich euch gezeigt habe hier, was dieses Spiel alles zu bieten hat. Gibt es ja noch ein Zeitspiel, man kann auch noch ein freies Spiel machen und so. Das ist auch noch Einstellungen, okay. Und fup, hier sind die ganzen Mitwirken von UEG Entertainment. Producing Robin Gibbles, Testing, Daniel Fortmüller, Nico Keim, Heinrich Schür, Joachim Witzke, nicht Watzke, sondern Witzke, Michael Hirschberger, Übersetzung,
Fancy Bites. Ah. Marketing Tamara Berger. Artwork DTP. Sabine Schmidt. Schmidt. Ekrem Demirkan. Entschuldigung, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Business Development. Stefan Berger. App to Fun. Concept and Development. Tufan User. Wahrscheinlich habe ich auch den Namen falsch ausgesprochen. Wenn ja, sorry. Musik, Markus Siebold, Christian S. Andersson and other artists from the Unity 3D Asset Store. Okay, Graphics, Wiz Games, Dexsoft, Michael O. and other artists from the Unity 3D Asset Store. Thanks for used great assets. Okay, schließen. Und ich würde sagen, das war Gabelstapler 2014, letztes ultimative, ein bahnbrechendes Simulatorspiel. Solltet ihr auf jeden Fall holen, gibt's bei Steam. Ich gebe euch den Tipp, holt es euch auch bei Steam. Und nicht irgendwie sonst irgendwie, holt es euch wirklich bei Steam, kleiner Tipp. Oder andere Portale, wo man es runterladen kann, auf jeden Fall legal runterladen kann, Leute, ne? Ansonsten, ich bin gespannt, ob es auch einen Gabelstapler 2015 gibt. Vielleicht mache ich ja dann auch mal wieder einen Test. Ich habe jetzt auf jeden Fall vor, ein Let's Play auf jeden Fall mit euch zu machen, mit einem etwas älteren Spiel allerdings. Und habe, also für diejenigen, die jetzt einschalten, nach zig Jahren, ja, ich habe damals auch ältere Spiele gespielt. Und habe auch noch vor, vielleicht noch ein aktuelles Spiel habe ich auch noch im Kopf, aber das muss erst noch rauskommen. Und sonst, ja, habe ich da noch was in der Schublade liegen, wo ich noch am Überlegen bin, ob ich ein Let's Test oder ein Let's Play, vielleicht jetzt auch nur so ein Let's Show, einfach nur so ein bisschen rumspielen, einfach mal gucken, was da so ist. Ich weiß noch nicht so genau. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, liked dieses Video, liked die anderen Videos, die ich mit diesem Gabelstapler-Test gemacht habe. Und wenn ihr meint, ja, ich möchte gerne mehr, abonniert mich doch mal. Ihr könnt mich auch auf Facebook auch gerne mal besuchen. Und ja, ich würde dann sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Herr Bär. Bye, bye.